Hey yo, herzlich willkommen zu Ich liebe die. Das Format, in dem ich euch Schiffe zeige und, naja, die sind das Geilste an Star Citizen, das Einzige, wo man noch nicht so viel meckern kann. Wir reden nicht über Balancing, reden nicht über fehlende Features oder irgendwas. Wir reden über das, was wir schon haben und das sind die geilen Models, die coolen Sachen, die man mit ihnen erleben kann, auch teilweise einfach schon. Und so, das, so, die Details. Darum geht's hier in der Serie. Es ist kein Vergleich zwischen Schiffen oder irgendwas. Also ein bisschen hier und da lasse ich auch gerne mal Kritik mit einfließen, wenn ich sie habe. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, was geil an den Schiffen ist. Ja, darum geht's hier. Und deswegen haben wir hier auch heute ein wirklich geiles Schiff vor uns. Die Raft. Wir haben es gleich zweimal. Einmal in Weiß, einmal in Orange. Dann können wir uns das hier nämlich mal alles schön angucken. Danke an meine Community dafür auf jeden Fall. Und dann gucken wir uns demnächst ja auch nochmal die Mole an. Freue ich mich auch drauf. Genau. Ich finde tatsächlich, Weiß sieht richtig cool aus. Mir gefallen allerdings, muss ich sagen, für die Raft alle Skins, die ich bisher gesehen habe. Die Streifen und so sind immer andersfarbig. So, und das irgendwie, na, ist ein vielseitiges Schiff, was die Paints angeht. Also es sieht fast alles gut aus. Da konnte ich könnte mich wirklich schwer entscheiden. Er hat auch einen schwarzen, glaube ich, mit gelben Streifen und so. Aber darüber reden wir heute nicht im Detail. Ne? Aber da habt ihr jetzt immerhin mal einen Eindruck. Und ich glaube, wir schauen uns die von innen sowieso gleich an. Und da sind sie alle identisch. Von innen sind die immer identisch. Paints ändern ja nichts am Innenbereich. Wofür ist die Raft da? Die ist dafür da, Fracht zu transportieren. Jetzt verdeckt doch mal nicht mit der Hand hier das schöne Schiff. Nicht im Busch. Und schau mir Schiffe an. Eieiei. Machen wir das doch einfach. So hier. Genau. Und da seht ihr es. Die ist dafür da, Fracht zu transportieren. Aktuell noch nichts beweglich und so weiter. Aber hier wird sie auf irgendeine Art und Weise dann Fracht unten dran transportieren. Ob das dann genauso aussieht wie jetzt die Container, die dort als Platzhalter platziert sind oder ganz anders, müssen wir dann mal gucken. Aktuell hat sie diese Frachtklammern, die wirklich diese Container auch sicher umschließen. Das finde ich cool, ist ein anderer Ansatz, als wir sonst bei den anderen Schiffen haben, wo es ja eher so Platten sind, Magnetplatten, whatever. Aber hier haben wir wirklich so Klammern drumherum. Zumindest aktuell noch. Dann haben wir dieses Landing Gear, was ultra cool ist, weil an dem Landing Gear ist einfach obendran. Da sind obendran die Thruster, so seitlich. Und die sind aber nochmal separat angesteuert. Also die bewegen sich frei, unabhängig von dem Landing Gear, was sich aber auch nochmal vorne und hinten nach oben hin klappt. Das werden wir gleich sehen und ich finde, das ist so cool. Das sieht so cool aus. Und generell dieses Schiff, es ist für einen Zweck gebaut, aber es hat tatsächlich auch ein richtig schönes Interieur. Ja, es ist als Frachttransporter gebaut, aber theoretisch kann man damit noch eine ganze Menge mehr machen, aber auch irgendwie nicht. Also es hat keinen internen Frachtraum. Ja, das wäre vielleicht so die eine Schwäche, wenn man so nennen möchte. Aber dafür hat es eine Luftschleuse, einen kompletten Wohnbereich, einen Ausrüstungsbereich, also so viele geile Features im Raum. Die Brücke ist wie bei der Hammerhead unten platziert für zwei Piloten, beziehungsweise Pilot und Co-Pilot. Vorne diese Stopper finde ich richtig cool, als ob man mit dem Schiff auch irgendwie was wegdrücken könnte. Ja, also ich sag mal so, da übernimmt die Versicherung vielleicht nicht mehr alles. Und jetzt betreten wir das Schiff durch den unten befindlichen Fahrstuhl. So. Da kommt er. Massive Tür. Der Fahrstuhl an sich ist keine Luftschleuse. Okay, was auch immer das war. Sieht man daran, dass er hier oben einfach komplett offen ist. Denn das Schiff hat tatsächlich zwei Etagen. Und die obere, naja, ist dementsprechend nicht isoliert. Ja, das ist nicht anders auch als bei zum Beispiel der Mule. Bei der Mole wollte es nur mal dazu gesagt haben. Wir gehen jetzt zuerst aufs Lower Deck. Ja, wir müssen uns erstmal angucken, wo wird das Schiff gesteuert, bevor wir nach da oben noch schreiten. So, hier haben wir eine richtig schöne Tür und da geht's auf und wir sind im, ja, Flur, könnte man sagen. Und direkt zur rechten Seite hin, also ihr seht, es ist orange, egal was außen dran ist, deswegen bin ich jetzt hier auch in die weiße Version reingegangen, damit ihr wirklich seht, das Orange ändert sich nicht. Ja, ihr müsst schon orange mögen, sieht aber auch gut aus. So, und die Brücke gefällt mir richtig gut.
weil sie hier hinten so ein bisschen Platz hat. Das ist so ein Detail. Ne? Es ist so unwichtig, aber ich mag das, dass man hier hinter den Piloten sitzen stehen kann. Ich finde das irgendwie cool. Es macht die ganze Brücke sehr geräumig. Es ist kein gigantisches Schiff, aber es wirkt erstaunlich groß von innen. Das werdet ihr gleich noch merken. Ich finde, von innen wirkt dieses Schiff sehr, sehr groß. Und ich finde es cool, dass man hier dann so runtergucken kann. Man kann hier durch dieses Gitter ein bisschen durchgucken, immerhin. Und man hat wirklich einen schönen Ausblick. Ja? Wenn man hier schön weit nach vorne geht, man kann sich hinhocken, kann man wirklich ultra viel sehen in jede Richtung. Und das ist schon viel wert tatsächlich. So, einfach optisch. So. Und jetzt gehen wir mal in den Pilotensitz. Nachher heben wir natürlich noch ab. So, und ihr seht, Übersicht, ja, die ist auf jeden Fall da. Die MFDs hier oben blockieren natürlich ein bisschen die Sicht nach oben. Der Radar, 2D-Radar, blockiert ein bisschen die Sicht nach unten. Aber an sich, allein die Joysticks, die sehen schon aus nach Arbeitstier. Also, ich finde, es ist gemütlich, aber man merkt, das Ding hier ist ein Werkzeug. Ja, das ist jetzt kein Origin-Schiff. Das ist nicht Luxus oder irgendwas. Ja, aber man kann sich wohlfühlen. Ja? Man kann sich schon vorstellen, dass man da ein paar Stunden in einem von diesen Sitzen hier drin sitzt. Ha, ich mag das Cockpit. Ich mag das Cockpit wirklich gern. Und haben wir hier nicht auch einen Alarm-State? Ja. Sieht cool aus. Aber sieht tatsächlich in einigen anderen Räumen, seht ihr gleich, noch cooler aus mit dem Alarm-State. Können wir hier nicht auch mal auf Alarm-Modus gehen? Ich finde, die Alarmmodi, die sehen immer besonders cool aus. Deswegen zeige ich euch die. So, jetzt kommen wir zur Airlock. Und ich finde es super, dass dieses Schiff eine Airlock hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum. Aber es ist cool. Weil man kann ja jetzt hier keine Fracht einladen oder so durch diese Luftschleuse. Die ist einfach nur, damit man an einer Raumstation oder an einem anderen Schiff Abdock, irgendwelche Verhandlungen führt oder so. Von Fracht, die man dann mitnimmt oder so. Oh ja, guck mal, Paco macht es von außen mal auf. Die sieht auch cool aus, die Luftschleuse, wie die auf und zu geht. Was mir besonders immer gefällt, sind diese wattierten oder ausgepolsterten, Watte wird es wohl nicht sein, ausgepolsterten Luftschleusen, so diese Wände und sowas. Aegis-Schiffe haben das vor allen Dingen gerne mal. Aber das hier in einem Argo-Schiff zu sehen, ich finde es toll und es sieht wirklich gut aus. Es sieht auch nochmal anders aus, als Aegis das macht. Und es gefällt mir gut. Ja, wenn man hier mal ein bisschen härter reinkommt, ja, man verlässt ja vielleicht das Schiff in die Schwerelosigkeit, betritt es wieder und dann kommt man hier ein bisschen schräg rein, dann sind immer in die Wände ein bisschen gepolstert. Man hat ja auch dieses wunderschöne kleine Fenster, was mir gut gefällt. Dann dreht sich das alles und geht auf. Also ich finde, das ist eine ganz basic Luftschleuse, aber es ist eine schöne Luftschleuse. Und auch die hat natürlich hier so einen coolen Alarm-State. Ja, so schön die Alarmbeleuchtung. Finde ich gut. Finde ich gut. So sieht es, glaube ich, aus, wenn es aus ist. Nee? Normal? Nein, die Knöpfe wollen nicht. Ja, so geht's. Alles klar. Ja, wir haben auch schon überall so ganz viele Paneele. Diese Touch-Paneele, das ist gut. Und dann kommen wir hier zu einem meiner absoluten Lieblingsareale im Schiff. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, die Luftschleuse ist mein Lieblingsareal, aber dann kommt das hier direkt danach. Und da ist, glaube ich, hier auch mein einziger Kritikpunkt in dem Schiff, komme ich gleich zu. Aber es ist erstmal ein vollständiger Bereich zum Leben. So, hier hat man alles. Hier hat man alles, was man braucht. Ich finde es schön, wie dieser Bereich auch nochmal hier abgehoben ist. Man geht eine kleine Treppe hoch. Und dann merkt ihr schon, von außen habe ich zumindest nicht erahnen können, als ich das Schiff das erste Mal sah, dass da so ein richtiger Lebensraum hier ist. Das ist ja eine richtige kleine Einzimmerwohnung. Man hat hier zwei Betten, Pilot, Co-Pilot, also es ist für zwei Mann ausgelegt, das Schiff. Man hat eine richtig großzügige Küche, also wirklich. Und diese richtig gemütliche Sitzbank, die direkt neben dem Fenster platziert ist. Ja, wie cool ist das denn? So, und das ist vielleicht mein einer Kritikpunkt. Das Fenster ist halt nach hinten raus. Man sieht die Frachtwände, welche dranhängt, wie gerade. Was schön ist, wenn man die Fracht sehen will. Aber man sieht natürlich leider nichts von den Umgebungen, in denen man drin ist. Ich glaube, das ist okay. Ja, ich habe mich damit angefreundet. Okay.
Ich habe mich damit angefreundet, weil es ergibt natürlich irgendwie Sinn. Man steht auf, man will erstmal gucken, ist die Fracht noch da? Und dann arbeitet man ja quasi auch noch ein bisschen, selbst wenn man Frühstück isst, weil man ja die Fracht im Blick hat. So, deswegen ist okay. Ich habe mich damit abgefunden. Ich sehe es nicht mehr als krassen Kritikpunkt. Aber natürlich erstmal denke ich mir so, ah, warum ist das nicht so angebracht, das Fenster irgendwie zur Seite hin oder so? Warum ist hier nicht der Ausblick nach links raus? Also nach Steuerbord eigentlich. So, weil die Küche könnte ja genauso gut hier sein. Wo denn? Oh, man kann die Teddy nehmen. Zusatzfeature. Cargo, so ein bisschen Storage gibt's. Und jetzt, Leute, habt ihr euch natürlich gefragt, ja, da wird der Raisin natürlich gleich bestimmt hier kritisieren, dass es hier in diesem Raum keine Toilette gibt. Die gibt's aber im Nebenraum. Da. Ja. Hier ist die Toilette. Im Umkleidebereich. Ich meine, ergibt irgendwie Sinn. Bis auf, man macht sich jetzt für eine FPS-Mission startklar. Aber ist das nicht geil? Man kann hier einfach vier Raumanzüge drin transportieren. Also, das ist mehr als manch anderes Schiff. Und ich wüsste gar nicht, wofür man das braucht unbedingt. In dem Schiff hier. Wie gesagt, ne, man hat ja keinen Frachtraum. Man kann nicht irgendwie andere Schiffe looten und dann durch die Luftschleuse Sachen reinbringen hier. Man kann natürlich immer hinten irgendwas dranhängen oder in einen Container laden, whatever dann. Aber mich hat es erstmal überrascht. Ich finde, das hier ist eher ein Bonus-Feature als was, was ich erwartet hätte. So, das will ich nur damit sagen. Hier kann man ein paar Waffen an Bord haben. Na, natürlich ist das irgendwie ganz cool, weil man dann das Schiff ein bisschen auch vielleicht für eine Boarding-Aktion oder sowas benutzen kann. Irgendwo dran andocken. Man hat hier vielleicht mal zwei, drei Leute mehr an Bord und die können sich dann hier ausrüsten und ein anderes Schiff boarden, an das man angedockt hat. Oder so. Keine Ahnung. Ich spiele nur mit Gedanken. Und währenddessen kann hier jemand auf der Toilette sein oder sich duschen. Hier direkt nebenan. Es ergibt Sinn. Erst war das mit einer meiner größten Kritikpunkte, dass im Umkleidezimmer so eine Milchglas. Also ich meine, warum überhaupt Glas hier? Wenn man weiter. Das Lustige ist, wenn man da dran geht, ja, okay, kann man nicht durchgucken. Aber je weiter man weggeht, desto schärfer. Nee, nee, guck mal, ich bin auch weit weg von der Tür, ich sehe nichts. Meanwhile sieht man alles. Ja, das finde ich einfach, ich find's so lustig. Also, vielleicht einen Vorhang würde ich empfehlen, hier noch dahinter zu hängen. Aber ist okay. So. Man kann ja auch, glaube ich, alles ausfahren. Oh, ich weiß jetzt gar nicht. Wo sind denn die Knöpfe? Warum funktionieren die Knöpfe? Muss ich den Teddy dafür mal. So. Also, als ich das letzte Mal hier drin war, konnte man, glaube ich, noch alles ausfahren. Ich meine, das ist jetzt schade, dass wir es nicht machen können, offensichtlich. Da klappt sich Toilettenpapier raus. Hier hinten klappt sich natürlich die Toilette raus. Ich glaube, das könnt ihr euch vorstellen. Und hier klappt sich das Spülbecken raus. Nun. Ich höre doch, wie hier jemand langrennt. Und jetzt gehen wir ins Oberdeck. Das ist entweder vorne über den Fahrstuhl erreichbar, den wir schon gesehen haben, oder man nimmt diese Leiter. Fangen wir einfach mal hier mit der Leiter an. Warum auch nicht? Und hier, das ist ein wichtiger Punkt, es gibt tatsächlich eine Tür. Das bedeutet, vorne, wenn tatsächlich mal ihr auf dem Planeten seid ohne Sauerstoff, wird nicht gleich das ganze Schiff hier durch den Hinterbereich einmal unten durch entlüftet, sondern das sind nochmal Türen hier immerhin. Ja, man muss ja auch dann sich über Kleinigkeiten freuen. Und wir gehen erst einfach direkt mal hier nach ganz hinten. Und das ist auch so ein Bereich, den verstehe ich nur so teilweise. Das ist der Fracht. Hier, Support Station steht hier. Es ist so für die Fracht irgendwie. Aber man kann halt eigentlich. Man sieht ja nicht mal den Container da. Man sieht ja nicht mal alle Container, die jetzt schon dranhängen. So, das finde ich halt ein bisschen komisch. Aber man sieht halt die anderen beiden Container und dann nichts nach links und rechts. Also, jetzt finde ich die Unübersichtlichkeit ja ein bisschen fragwürdig. Aber wenn man dann hier irgendwelche Kameras noch am Schiff hat oder so, dann denke ich, dann passt das auch. Dann, ja. Keine Kritik. Ja, es muss ja nur dann aus Gameplay-Sicht auch funktionieren.
Ich hätte mir hier mehr Übersicht gewünscht, aber es ist überhaupt schön. Es ist schön, weil man nochmal einen zusätzlichen Ort hat, an dem man nach draußen blicken kann. Auf einer anderen Seite vom Schiff. So, finde ich immer gut. So, also können wir auch hier wieder weg, weil aktuell kann man damit noch nichts machen. Und dann haben wir hier Komponenten. Und davon nicht zu wenige. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt nicht alles aufmachen, aber zumindest, dass ihr mal ein paar Animationen gesehen habt. Ja, das sind die beiden Arten von Components, Housings, die man quasi hat. Einmal so ein Rollgitter und einmal hier so eine Tür. So, hier sind nochmal zwei Türen. Hier ist nochmal ein Rollgitter. Und dann hat man hier halt diesen Zwischenbereich. Und das ist okay. Die Komponenten bekommt man, glaube ich, easy nach hier vorne hindurch raus. Kann die dann hier auf dem Fahrstuhl aufladen. Den können wir mal rufen. Ich mag tatsächlich hier das hier sehr gerne. Diese Fahrstuhlschranke. Irgendwie gefällt die mir. Blub, blub. Das ist eine sehr schöne Fahrstuhlschranke. Hier vorne sind noch mehr Komponenten verortet. Die wir allerdings nicht aufmachen können, wie ich sehe. Okay, gut. Und das hier. Ich weiß nicht, was es ist. Sind es die Triebwerke? Ich glaube schon. Aber irgendwie, da kommen so Funken raus. Ich würde einfach mal empfehlen, nicht zu lange hier zu stehen. Einfach so, einfach vom Gefühl her. Würde ich jetzt einfach mal davon abraten. Nochmals, wie das Argo-Logo dort beleuchtet, das war auch irgendwie sehr schön. Aber man merkt ja schon, das ist ein kalter Bereich, das ist ein steriler Bereich. Hier hält man sich nicht auf, hier erledigt man Arbeit und dann geht man runter wieder dahin, wo es schön ist, wo man seinen Teddy hat, auf der Toilette. Und ja, das macht dann eigentlich Spaß und Freude. So, wir gehen nochmal zum Lower Deck. Ja, und dementsprechend, ich finde, dieses Schiff bietet mehr, als es müsste, um seine Aufgabe zu erfüllen. Es hat tolle Alarmlichter. Es hat eine gute Übersicht und ich glaube, wenn man dann wirklich ein bisschen Fracht transportieren möchte mit einem Kumpel zusammen oder so, dann ist das eine gute Wahl. Ja, nur bewaffnungstechnisch steuert man, glaube ich, vom Co-Pilotensitz aus. Ne, warte mal kurz. Ich glaube, ich erzähle Blödsinn, oder? Man hat zwei Size-1-Waffen, glaube ich, vom Pilotensitz aus. Und diesen Turm oben. Aber ich sehe gerade gar keine Size-2-Waffen. Kann das sein? Ich habe gerade die Bewaffnung leider nicht im Kopf. Vielleicht kann es hier jemand in den Chat schreiben. Aber hier, ich dachte, man... Das hätte ich vorbereiten sollen. Es tut mir leid. Power on. Ja. Aber man hat nichts. Doch, Enter Remote Turret. Genau, okay, gut. Hatte ich zum Glück noch richtig im Kopf. Genau. Damit ist man natürlich... Mit einer Size-1-Waffe, ups, ich feuer nur mal auf mein eigenes Schiff. Ist mir jetzt nicht der Stärkste im Block. Also würde ich mal einfach mich empfehlen. Ich würde mal empfehlen, damit nicht zu kämpfen. Ja, würde ich einfach mal so raten. Aber ich kann natürlich jetzt hier. Jetzt wäre ich hier was rausgesprungen. Ich habe euch das Wichtigste dann auch gar nicht gezeigt. Die geilen Animationen außen. Also. So, da können wir auch direkt nochmal gucken. Also ich habe hier, glaube ich, nichts, mit dem ich schießen kann. Wir machen jetzt mal die Triebwerke an. Und da seht ihr schon, wie sie da außen rumrotieren. Wie ihr seht, unabhängig vom Landing Gear. Was ziemlich cool ist. So. Und jetzt starten wir hier. Ich finde es immer toll, wenn Schiffe VTOL Thruster haben. Das wisst ihr ja. Dementsprechend gefällt mir das sehr gut. Und jetzt Landing Gear einfahren. Und seht ihr das? Ist das nicht geil? Es sind wirklich Stützen. Es ist ein Block. Und jetzt ist es auf einmal viel schneidiger, viel schnittiger. Und es gefällt mir einfach auch richtig gut, wie das Schiff aussieht. Vor allem von vorne. Mit der Frachtluke da zur Seite. Ach, Frachtluke sage ich. Luftschleuse da. Ich finde einfach, es sieht wirklich so aus, als ob es zum Frachttransportieren gemacht wurde. Das wurde es. Und jetzt können wir es natürlich auch mal ein bisschen geradeaus fliegen. Dann kicken da auch die hinteren Thruster mit rein. Ich finde es toll, dass das Schiff hintere Thruster hat, ja. Das heißt, wir haben hier die VTOL Thruster, die nach unten können und haben trotzdem noch einen Antrieb hinten. Und es macht Spaß. Es macht Spaß, das Ding zu fliegen. Ist natürlich so agil, wie es aussieht. Vor allen Dingen in der Atmosphäre. Aber das ist okay, das ist gut. Und dann können wir auch wieder Landing Gear raus. Holen und das Ding entspannt absetzen. Und ich hoffe, ich zerquetsche da unten jetzt niemanden.
So. Und aufgesetzt. Ich meine, ist das nicht cool? Man hat auch unten genug Platz, um da hinten mit Fracht zu hantieren. Das ist, glaube ich, auch irgendwann vielleicht mal ganz wichtig. Aber das werden wir dann erst sehen, wenn es soweit ist. Und ich mag wirklich diesen Auf... So, da ist ja wirklich... Vorne ist viel verkleidet und viel smooth. Man sieht aber, es ist technisch und bulky und blockig. Und nach hinten bricht sich das Ganze dann so ein bisschen auf. Es wird sehr technisch sein. Ja, ich mag das. Ich mag das. Das ist ein Designelement, was mir allgemein immer gut gefällt. Also, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat es nicht gestört, dass heute keine Facecam am Start war. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was ihr sehen wolltet von diesem Schiff. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Gerne Like und ein Abo dalassen. Und vielen Dank an meine Patreons, die diesen Content überhaupt erst möglich machen. Ja, auch in-game. Ja, viele von euch. Danke an die Community im Generellen. Einfach ihr unterstützt mich mit so vielen Sachen. So toll. Danke.